Ich weiß nicht, ob Sie jetzt hier was sehen. Hier Wald. Nur Wald. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir sind. Wir sind irgendwann mal in der Nähe von Emmendingen vorbeigekommen, glaube ich. Aber mittlerweile habe ich die Orientierung nach einem gefühlten zweistündigen Marsch verloren. Bei mir ist Lars Konarek. Wer Lars Konarek kennt, der hat öfter mal Fernsehen geguckt. Lars ist eigentlich ein ganz netter Typ, harter Knochen, Survival-Trainer. Wir werden jetzt hier ein bisschen lockeres Training machen für den Marathon. Keine anstrengende Geschichte, denke ich hier. Kommando Kalle wird mir ein bisschen sagen, wo es lang geht und mal schauen. Kommando Kalle, ich glaube es hakt, ich werde dir zeigen, wo es hier lang geht. Jetzt mach nochmal, gib dir Mühe, jetzt raucht schon langsam. Mein Gott, was ist das hier für ein Schrott? Boah, gerade, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Los, weiter, jetzt nicht rummuschen. Wenn du jetzt rumeierst, ist die ganze Arbeit für die Katz. Du Muschi! Oh Gott! Stellt das bloß nicht online! Jawohl! So, und jetzt besteht deine Aufgabe da drin, dich so lange festzuhalten, wie es nur geht. Und wie ich es schon an deinem Gesicht erkennen kann, geht diese Sache natürlich wieder voll in die Hose. Apropos Hose, ich glaube, die hält auch nicht mehr lange. Jetzt gebe ich dir einen Stock in die Hand und du musst einen Arm schon. Und so willst du einen Marathon laufen? Nie im Leben, Jens. 2 Stunden lang haben wir hier im Wald bei Emmendingen geübt. Lars, dein kurzes Resümee zu meiner Leistung, bitte. Also von 4 Übungen nur eine geschafft. Das ist absolut miserabel und ich glaube, ich stehe im Wald. Ja, guck dich mal um, mein Lieber. Hast recht, alle. Tschüss, du Memme.